Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Berliner zu der weiteren Folge Mord im Orient Express. Wir sind immer noch in dem Zimmer, wo wir gerätselt haben. Ich weiß noch nicht, was mir für ein Dokument fehlt. Auf jeden Fall fehlt mir noch irgendein Beweis. Wir haben auch schon alles durchgesucht. Ich kann mir nur noch vorstellen, dass es das ist. So, dass immer noch hier was ist. Mal gucken. Das Ding haben wir uns angeguckt. Da können wir auch nicht mehr anklicken. Das scheint es gewesen zu sein. Also, das, nee, dass es nicht gewesen ist, aber so. Das Buch haben wir uns auch angeguckt. Da war auch nichts. Auch nichts. Ja. Jetzt haben. Hier sehe ich auch nichts. Hier auch nichts. Hm. Das ist ein Ding. Also gibt es nur noch das hier, das haben wir uns auch angehört. Das müssen die Schlaftabletten sein, welche die Gräfin Andrenier gestern Nacht eingenommen hat. Genau. Das müssen ja, die... Ja, sehr gut. So, und dann haben wir hier an der Ecke noch das. Das konnte ich ja nicht anklicken. Hier fehlt mir bloß der Punkt, der Ankerpunkt zum Klicken. Hier ist nichts. Nichts zu drücken. Das ist eigentlich sonderbar, was man da nicht drücken kann. Wo soll hier noch ein Beweismaterial sein, was ich noch nicht gefunden habe? Hier ist doch nichts. Da leuchtet aber noch was weiß. Ist hier noch was? Ah, okay. Nochmal was? Hä? Hast du die Punkte hier? Die Punkte sind auch vorne drin. Hm. Zieht das mal raus? Nee, er macht es ja automatisch, ne? Wieder zu. Aber ja, wenn ich rausgehe. Hm. Okay, die Punkte sind auf jeden Fall hier auf der Rückseite. Muss ich nochmal kurbeln? Okay. Umblättern. Sehe ich nicht. Eine Gravur in kyrillischer Schrift. Vermutlich russisch. Die aussieht wie ein Vorname. Mit Haar vor allem. Ah, guck mal, da ist auch noch was. Ah, okay. Für meine wunderschönen Mädchen Helena und Sonja. Okay. Helena mit einem H. Ah. Für meine wunderschönen Mädchen Helena und Sonja. Okay. Helena mit einem H. Ja. Das ist die Gräfin Andrenier mit einem älteren Mädchen. Okay. Poirot! Schämen Sie sich nicht! Ah, okay. Wir haben es hier noch das Richtige von... Monsieur, ich fürchte, dass Scham keine besonders hilfreiche Emotion für einen Detektiv ist, der versucht, die Wahrheit aufzudecken. Was tun Sie in unserem Abteil? Ich ermittle in einem Mordfall, Graf Andrenier. Meine Frau ist krank! Verzeihen Sie, Monsieur, aber Ihre Frau schien bei bester Gesundheit zu sein, als sie den Raum auf der Suche nach Ihnen verließ. Es tut mir leid, aber ich musste Ihr Abteil durchsuchen. Das werden Sie bereuen, Poirot! Aber bitte, Graf... Sie wollen mich doch nicht zu einem Duell herausfordern, oder? Gräfin, ich fürchte, ich habe mir erlaubt, Ihre kleine Spieluhr zu untersuchen. Wie können Sie es wagen? Die Nachricht in dem Medaillon war an Sie gerichtet und an Sonja. Sonja Armstrong, Ihre ältere Schwester? Die Mutter von Daisy, dem ermordeten Kind? Ich bin ein ungarischer Diplomat. Schön für dich. Sie haben hier keine offizielle Befugnis. Sie haben kein Recht auf eine Durchsuchung. Nein, Rudolf. Lass mich sprechen. Es hat keinen Zweck zu leugnen, was dieser Gentleman sagt. Okay. Ich bin Helena Goldenberg, die Schwester von Sonja Armstrong. Und Daisy war in der Tat meine Nichte. Die Spieluhr ist ein Geschenk der Patentante meiner Schwester,
einer sehr engen Freundin meiner Mutter. Wir haben die Wahrheit vor ihnen verheimlicht, als wir erfuhren, dass der Mann, der gestern Nacht ermordet wurde, die Person war, die meine Familie zerstört hat. Ich geriet in Panik. Ich wollte nicht verdächtigt werden. Aus diesem Grund haben Sie auch wegen des H in Ihrem Vornamen gelogen? Genau. Ihre Jagd nach dem H ist offensichtlich Teil Ihrer Ermittlungen. Wenn ich ein Taschentuch in Monsieur Ratchets Raum gefunden hätte, das mit einem H bestickt ist, ließe das vermuten, dass Sie dort gewesen sind. Ein Taschentuch? Ich besitze keine Taschentücher, die mit meinen Initialen bestickt sind. Um ehrlich zu sein, klingt das für mich fürchterlich altmodisch. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass Helena letzte Nacht zu keinem Zeitpunkt ihr Abteil verlassen hat. Meine Frau sagt Ihnen die Wahrheit, Poirot. Das hoffe ich. Ich lasse Sie jetzt ausruhen. Okay. Die Angelegenheit mit dem H auf dem Taschentuch muss noch aufgeklärt werden, aber zuerst sollte ich die Inschrift auf der Rückseite des Medaillons überprüfen. Okay, dann war es das. André ist was? Achso. Ich komme, habe ich noch ein paar Sachen zu machen? Wahrscheinlich, ne? Übersetzung der Gravur. Kyrillisch. So, ist das hier oben Kyrillisch? Ja. Da ist es. Ein komisches A. Was soll das sein? Komisches T. Ja, da ist es. Natalia, wa? Da ist es. Was ist das? Normales N? Ich bin gespannt. Da war? Nee, warte mal. Da gibt es noch ein anderes. Okay. Das ist es, ne? Ich denke schon. Und das rückwärts A. Natalia. Natalia. Natalia? Könnte es sich um Natalia Dragomirov handeln? Selbstverständlich. Sie ist die einzige russische Passagierin im Zug. Noch dazu beginnt ihr Vorname zufällig mit dem kyrillischen Buchstaben N, der aussieht wie ein H. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Geh mal zu ihr hin und fragen Sie mal. War die nicht hier auch in dem Gang? Ich glaube ja, ne? Das war mein Zimmer. Ja, ich wusste es doch. Mit dir will ich nie reden. Ich glaube, die ist noch vorne im Essenswaggon, ne? Gucken wir sie mal. Und dann werden wir sie zur Rede stellen. Ja, ansonsten haut mir gerne einen Abo rein, wenn ihr möchtet. Würde mich sehr freuen. Oder einen Daumen dürft ihr auch machen. Kann ich sonst noch irgendwie helfen, Herr Poirot? Nö. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Ihr könnt mir auch die Meinung reinschreiben, wie ihr das Spiel findet. Würde mich auch interessieren. Aber hier ist gar keiner. Woher rennt die rum? Diese Prinzessin. Muss ich da doch so umgehen? Kann man doch nicht immer merken, welche Zimmerräume die Prinzessin hat oder die Königin oder was das ist. Voilà. Da war er, ne, René? Madame Hubert, dürfte ich Ihnen ein oder zwei Fragen stellen? Es wird nicht lange dauern. Alles, womit ich helfen kann. Geht sie halt auch keine, ich habe auch keine Frage an Sie. Mein Zimmer. Und hier war er. Gut.
Schauen wir mal weiter. Wo sie rumkreucht und fleucht. Hier war sie, ne? Ich glaube ja. Ich kann gerade niemanden empfangen. Kommen Sie später wieder. Es tut mir leid, Madame, aber ein Mann ist ermordet worden. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Sie müssen mich missverstanden haben. Ich kann gerade nicht mit Ihnen sprechen. Madame, ich weiß, dass Sonja Armstrong Ihre Patentochter ist. Kommen Sie bitte herein. Bitte verzeihen Sie die Störung, Madame, aber ich muss Ihnen dringend ein paar Fragen stellen. Dann fragen Sie. Ich werde antworten, wenn ich will. Wir wurden uns noch nicht offiziell vorgestellt, aber ich konnte Sie schon einige Male beobachten, so dass ich bereits einige Dinge über Sie herauslesen kann. Aber das sind rausgelesen. Also sie ist keine Deutsche, sie ist Russin. Ich sag mal 85. Politikerin, Lehrerin, Leiterin des Museums. Museum, ne, war sie, glaube ich. Ja, genau. Perfekt. Das war einfach. Sehr schön, das war einfach, da hast du recht. Alibi. Beginnen wir mit der Mordnacht. Was haben Sie gestern Abend gemacht? Ich bin gleich nach dem Abendessen ins Bett gegangen. Ich habe bis 23 Uhr gelesen und habe dann versucht zu schlafen. Später bin ich aufgewacht. Warum sind Sie aufgewacht? Ich leide an Rückenschmerzen, die Folgen eines hohen Alters, welches mit einem aktiven Leben kollidiert. Ich rief Schmidt gegen 0.45 Uhr für eine Massage zu mir. Sie hat mich massiert, bis ich eingeschlafen bin. Wie lange war sie bei Ihnen? Eine gute Stunde, würde ich sagen. Ich verstehe. Der erste Buchstabe Ihres Vornamens, Natalia, sieht im kyrillischen Alphabet genauso aus wie der Buchstabe H des lateinischen Alphabets. Ich bin Russin, Monsieur Poirot. Und ich war jahrzehntelang die Leiterin eines Museums für Antiquitäten in St. Petersburg, bis ich kürzlich nach Berlin gezogen bin. Kyrillisch ist mir vertraut. Dieses Taschentuch gehört Ihnen, nicht wahr? Ja, in der Tat. Ich habe es verloren. Es wurde in Monsieur Retschitz Abteil gefunden. Können Sie mir erklären, warum Mademoiselle Schmidt das Taschentuch nicht identifizieren konnte? Sie muss gewusst haben, dass es Ihnen gehört. Möglicherweise, um mich zu schützen. Sie ist sehr loyal. Ihre nächste Frage wird lauten, wie kommt es, dass mein Taschentuch neben der Leiche eines ermordeten Mannes liegt? Oh, nicht so Meine dumm. Antwort darauf ist, dass ich keine Ahnung habe. Das ist keine Antwort, Madame. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Ich muss gestehen, Prinzessin Dragomirov, dass ich etwas Erstaunliches entdeckt habe. Und das ist? Sie sind Sonja Armstrongs Patin. Bei Ihnen klingt das wie eine Enthüllung. Ich habe diese Tatsache nie verheimlicht, Monsieur. Dann kannten Sie Colonel Armstrong gut? Nur flüchtig. Mhm. Aber seine Frau, Sonja Armstrong, war meine Patentochter. Ich hatte ein freundschaftliches Verhältnis zu ihrer Mutter, der Schauspielerin Linda Arden. Linda Arden war ein Genie. Okay. Eine der größten Darstellerinnen ihrer Zeit. Ich habe nicht nur ihre Kunst bewundert. Ich war ihre Freundin. Das mag sein, aber das verbindet sie auch mit dem Fall der Armstrong-Entführung. Ja, was kannst du Elena gucken? Andreni ist die Schwester von Sonja Armstrong, der verstorbenen Mutter von Daisy Armstrong, die von eben jenem Mann entführt und getötet wurde, der in diesem Zug ermordet wurde. Ratchet. Tatsächlich. Das war er. Dann wurde der Gerechtigkeit endlich Genüge getan. Erlauben Sie mir eine Zusammenfassung. Habe ich eine Wahl? Der erste Zufall, wenn man es so nennen mag. Sie stehen der Familie Armstrong nahe und der mutmaßliche Mörder von Daisy Armstrong wurde umgebracht, während Sie an Bord desselben Zuges waren. Zweiter Zufall. Ihr Taschentuch wird am Fuß des Bettes des Opfers gefunden. Dritter Zufall.
Eine der Stichwunden an der Leiche stammt von einer linksendigen Person. Sie sind Linksenderin. Das sind ziemlich viele Zufälle. Woher weiß er, dass sie eine Linkshänderin ist? Nun, Monsieur Poirot, nennen Sie es Schicksal. Wenn Sie der Polizei Ihre Zufälle schildern, werden die Sie auslachen. Eine Frau meines Alters und meiner Gebrechlichkeit soll einen Mann gewalttätig ermordet haben? Und wie viele potenzielle Zeugen wird es geben, die mich mitten in der Nacht wie Lady Macbeth über den Gang haben tappern sehen? Das stimmt, Prinzessin. Sie hätte nicht alleine arbeiten können. Was bedeutet, dass Sie einen oder mehrere Komplizen haben und es nur eine Frage der Zeit ist, bis ich herausfinde, wer diese sind? Ich würde es begrüßen, wenn Sie sich aus meinen Räumlichkeiten entfernen würden. Mitsamt Ihrer verrückten Fantasien. Vorher gucke ich mich noch hier um. Привет! Привет! Okay, Beatmaster. Einer flog, einer blieb. So, wir haben mehrere Sachen aufgelöst. Mal sehen, was dabei ist. Repariere den Orangensaft. Da habe ich doch schon gemacht. Okay. Überprüfe die neuen Alibis. Okay. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Sie hat mit ihr, ne? Genau, mit Frau Schmidt. Er. Oh, ich weiß es nicht. Sie mit ihrem Mann. Er. Mit ihm, ne? Und er mit ihm. Ich bin mir nicht sicher mit den beiden. Stimmt sogar. Super geil. Et voilà. Gut, das haben wir. Fangende fehlenden Alibis, okay. Ein Passagier fehlt mir also noch, den ich noch nicht gefragt habe. Zur Uhr. Die Zeit, seit der Ratchet tot aufgefunden wurde, zeigt an, weil Ratchet eingeschlafen ist. Die Uhr wurde im Mörder manipuliert. Die Uhr zeigt den Zeitpunkt des Mordes. Die Uhr war vor dem Mord nicht richtig eingestellt. Die Uhr zeigt, ich glaube eher, dass es manipuliert wurde. Oder? Und ist hier Zeit eines Flo. Zu der Zeit flohen. Ne. Eingeschlafen ist auch nicht. Ach, drei Stunden muss ich. Zeitpunkt des Mordes. Diese Antwort mag zwar falsch sein, richtig. Aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Du, die manipuliert und die zeigt den Mord sollte zum Mord alle an. Möglichkeiten in Betracht ziehen. Da, zu die Zeit wohl floh, ne? Nee, auch nicht. Gut. Ich sollte alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Gut aufgefunden geht ja auch nicht. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Ich sollte alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Die Uhr war nicht richtig eingestellt. Da haben wir's. Es gibt nur drei mögliche Hypothesen. Die Uhr wurde manipuliert oder verstellt oder sie zeigt die Zeit des Mordes an. Ich werde diese beiden letzten Möglichkeiten untersuchen. Jo, untersuch mal, mein Freund. Schlussfolgerungen ziehe. Da bin ich schon sehr gespannt, was jetzt wenn kommt. Wenn die Uhr wirklich die falsche Zeit anzeigt, ist sie vielleicht kaputt. Es könnte auch einen anderen Grund geben, der direkt mit Ratchet zusammenhängt. Vielleicht ist die Uhr auf eine andere Zeitzone eingestellt. Widersprüchliche Informationen. Die Uhr ist schon Glas zerbrochen war. Da haben wir es. Welche Tätigkeit darauf hinweisen, dass die Uhr nicht stehen geblieben war, bevor das Glas zerbrochen ist? Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Ich habe das, ich kann drehen. Das hier. Denk nach, Poirot. Auch nicht? Das kann nicht die Antwort sein.
Der Zeiger eigentlich hier? Die Uhr war nicht defekt, denn der Sekundenzeiger bewegt sich noch. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Okay. Widersprüchliche Information. Ja, wenn Ratchet um 1:15 tot ist, welche Information ist dann widersprüchlich? Jemand hat sich um 0:30 Ratchet ausgegeben. Der Zug steckt 0:30 im Schnee fest. Olsen sah Ratchet um 22:40. Das hier. Das ist die richtige Antwort. Okay. Zeitzone. So, wir sind in Nice. So, Istanbul los. Okay. In welcher Zeit befindet sich Istanbul? UTC 2. Gut gemacht. In welcher Zeitzone befindet sich der Orient Express? Eigentlich in UTC 1. Ja. Wenn diese Theorie richtig ist, dann fand der Mord um 0:15 statt. Ich muss alle Passagiere befragen, um zu sehen, ob einer von ihnen ein Alibi für diese Stunde hat. Okay. Überprüfe die bekannten Alibis. Okay. Warte mal, er. Nee. Warte mal, er. 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 Oder so. Mit ihm hier. Die beiden. Ich glaube, ist richtig, oder? Bin ich sicher. Ich glaube, es ist falsch. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Was mit dem Doktor? Mit dem habe ich gar nichts gehabt. Ich weiß es, welche Stimme überein. Ich blick da gar nicht mehr durch, wer was gesagt hat. Also eher zumindest mit ihr. So. Die hat dann den Zug gerufen, den Zugfeini. Sie war das Sonne, Debenham. Und die mit, ja, kann ich hinhauen. No, nicht gut. Also, auf jeden Fall hat sie eher mit ihr was zu tun gehabt. Und die beide haben mit ihm was gemacht. Book hatte mit ihr, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Ich weiß es nicht mehr. Tu mir einen Ratschlag. Dann sitze ich morgen früh noch hier. Monsieur Marie, Monsieur Forger und Mademoiselle Nielsen waren zusammen. Genau. So. Debenham war mit Mademoiselle Olsen. Mademoiselle Debenham. Dr. Wren mit Book. Okay, der Doktor mit Book. Die Frau von Liebhaberin war mit Olsen zusammen. Und der Faucher, der Barkeeper, war mit den Nielsen zusammen. Das heißt also, das war Forscher, ne? Ja, ich glaube ja. Und die waren zusammen, genau. Und sie war mit Mademoiselle Olsen zusammen. Und er war mit... War ja mit dem Doktor, ne? Habe ich gesagt. Nee, kann nicht sein. Ja, doch, ist doch richtig. Gut. Dann bin ich beruhigt. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Auch die echt mal einen Tipp, weil ich mir jetzt nicht mehr gemerkt habe, was da angesagt war. Guck noch mal kurz nach, was wir brauchen. Was wir noch brauchen. Nicht weiter. So, und jetzt mit der Gräfin und André noch was. Okay, was muss ich da machen? Mit Medaillon, dass ich den Spielufergräfin gefunden habe, konnte ich rausfinden, dass sie die Schwester von Sonja Armstrong ist. Ja gut, das haben wir rausgefunden. Gut, wir sollen also jetzt mal gucken.
gehe jetzt immer noch mal in die ganze Zimmer rein. Bei ihr war ich. Die hat mich rausgeworfen. Jetzt nochmal alles durch. Weil im Moment blicke ich nicht mehr ganz durch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da ist nichts. Ich habe gerade was gesehen. Achso, das war Telefon. Ja, das habe ich vorhin schon gesehen. So, okay. Wieso geht er nicht weiter jetzt? Das ist meins. Und sie war hier. Madame Hubert, dürfte ich Ihnen ein oder zwei Fragen stellen? Es wird nicht lange dauern. Alles, womit ich helfen kann. Nichts Neues. Hätte es wieder den Punkt da unten gesehen. Was habe ich da für einen Punkt gesehen? Naja. Gut. So. Kann ich sonst noch irgendwie helfen, Herr Poirot? Alibi. Können Sie mir sagen, was Sie gestern Nacht gemacht haben? Kurz nachdem wir Istanbul verlassen hatten, habe ich mit meiner Mitbewohnerin, Frau Locke, Tee getrunken. Ich ging mit der Prinzessin zum Abendessen und als ich in mein Abteil zurückkehrte, schlief Frau Locke bereits. Okay. Etwas später kam Herr Michel, der Schaffner, um mich zu holen, weil Madame la Prinzesse meine Hilfe benötigte. Sie wird von Rückenschmerzen geplagt. Ich habe sie etwa eine Stunde lang massiert. Können Sie sich an die Uhrzeit erinnern? Entschuldigen Sie, leider nicht, werter Herr. Okay. Buck Bericht erstatten. Okay, machen wir. Buck war hier hinten, ne? Ja. Ich glaube ja, Buck war hier, ne? Ich glaube ja. Im Moment blicke ich gar nicht mehr, wo wer war durch. Okay, hier ist niemand. Steht er da hinten noch bei der Halbbetäubten irgendwo rum. Ach, meine Herren. Sie sollen arbeiten und nicht rumstehen. Jo, wer da wollt, schreibt mir gerne in Kommentare rein. Würde ich mich sehr freuen. Habt ihr noch Wünsche, was ich mal als Malrinkicken machen soll, mir anschauen soll? Habt ihr da bestimmte Spiele, die ihr gerne sehen möchtet, könnt ihr gerne reinschreiben, würde mich sehr freuen. Oder lasst mir einen Daumen da oder ein Abo, könnt ihr gerne machen, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ihr helft mir, den Kanal nach vorne zu bringen. Und vielleicht haben wir irgendwann 1000 Follower hinter oder Abonnenten da hinter uns, dass wir ein Special machen können. Oh, Poirot, Sie sind da. Sie hat sich nicht gerührt, aber sie scheint nach und nach aufzuwachen. Was ist mit Ihnen? Geht es mit Ihren Ermittlungen voran? Es scheint, als würde ich allen bei Ihren Problemen helfen, bevor Sie mir bei meinen helfen. Ich habe Kisten verschoben, einen Karter geeilt, eine Orangensaftpresse repariert, ein paar Matroschkas befreit. Und das alles nur, damit meine Ermittlungen voranschreiten. Hast du gut gemacht. Vergessen Sie das Dessertrezept nicht. Ah, wie könnte ich? Wahrlich eine Herkulesaufgabe. Mon ami. Ich würde lieber die Stelle Augias ausmisten. Dennoch konnte ich ein paar Rätsel lösen. Oh, erzählen Sie mir alles. Oh, bestickte Taschentuch. Das bestickte Taschentuch gehört Prinzessin Dragomirov. Ich habe auch herausgefunden, dass sie Sonja Armstrongs Patin ist. Im selben Zug wie der Mörder des kleinen Mädchens? Exactement. Mhm. Außerdem ist Elena Andrenny, die jüngere Schwester von Sonja Armstrong, Daisys Mutter. Oh, ein weiterer Passagier mit Verbindung zum Fall Armstrong? Oui, Buck. Ja. Was denken Sie, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist? Aber ich kann mir bei keiner der beiden Frauen vorstellen, wie sie im Wahn wieder und wieder auf Ratchet einsticht. Und sie haben offenbar Alibis. Die Kappadur. Das bestickte Taschentuch. Ich habe auch im selben Zug. Exactement. Oui, Buck. Und. Oh, Kappadur. Ich hatte drei Theorien bezüglich der kaputten Uhr. Sie könnte manipuliert worden sein. Sie könnte bereits vor dem Mord falsch eingestellt gewesen sein. Oder, bien sûr,
Sie könnte die tatsächliche Zeit des Mordes anzeigen. Einzige Hypothese, die ich ausschließen konnte, war die, dass die Uhr falsch eingestellt war. Was die anderen betrifft, ist es unmöglich, sie zu belegen. Also ist die Uhr für die Ermittlungen von geringem Nutzen. Und ich war überzeugt, dass sie die Zeit des Verbrechens anzeigt. Wie auch gedacht. Zwei Frauen, die in den Fall Armstrong verwickelt sind. Und vergessen wir nicht unsere Patientin hier. Es sind drei Frauen. Sehen Sie, sie scheint aufzuwachen. Super. Was passiert mit mir? Bin ich wieder eingeschlafen? Ja, bist du. In der Tat, Mademoiselle Locke. Haben Sie irgendwelche Medikamente zu sich genommen? Schlaftabletten zum Beispiel? Nein, ich nehme nie Schlaftabletten. Ich habe Ihre Tasse untersucht. Am Boden kann man deutlich weiße Rückstände erkennen. Ich bin sicher, dass ein Labortest bestätigen würde, dass Sie betäubt worden sind. Höchstwahrscheinlich mit einer Überdosis. Das würde erklären, warum Sie Ihre Mühe haben, sich zu erholen. Denken Sie, dass es Miss Schmidt war? Sie hatte sicherlich ihre Möglichkeit dazu, aber warum sollte sie? Aber niemand wusste, wer ich bin. Wer hätte mich absichtlich ins Visier nehmen können? Die zu einer neuen Verbindung unter Medikamenten oder Betäubung. Mal gucken. Okay. Wähle zwei wahrscheinlichen Verdächtigsten aus. Also auf jeden Fall Frau Schmidt. Ich würde fast sie sagen. Warte mal. Denk nach, Poro. Eine Person ist richtig. Das kann nicht die Antwort sein. Oder sie hier. No. Auch nicht gut. Okay, wer könnte drin hängen? Der Italiener bestimmt nicht. Der Michael, der hat den Kaffee gebracht, glaube ich, ne? Mademoiselle Schmidt oder Monsieur Michel könnten den Tee mit Betäubungsmitteln versetzt haben, den Mademoiselle Locke getrunken hat. Mademoiselle Schmidt oder Pierre Michel könnten ihren Tee mit Betäubungsmitteln versetzt haben. Sie sind tatsächlich die einzigen beiden Personen in diesem Zug, die es hätten tun können. Aber welchen Grund hätten sie gehabt? Monsieur Poirot, ich fühle mich viel besser. Ich würde Ihnen gern etwas erzählen. Darüber, weshalb ich in diesem Zug gelandet bin. Wenn Sie dazu in der Lage sind, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Sie Ihre Geschichte beenden. Nun gut, nachdem der Fall Daisy Armstrong offiziell abgeschlossen war, stellte ich eine Daueranfrage an die Polizeidienststellen in der Bostoner Umgebung zu Informationen über Michael Clark. Aber er tauchte nie auf ihrem Radar auf. Ich hatte sogar eine anonyme Tipp-Hotline für Informationen über Clark eingerichtet. So habe ich Braid getroffen. Einen zwielichtigen Kontakt im Dark Web. Aber auch das brachte nichts Verwertbares. Jo, bevor wir diesen Fall noch weiter erläutern, wir werden das nicht gucken, was er Viele erzählt. Viele lange Jahre vergingen, ohne Neuigkeiten. Ich schaute jeden Tag auf die Beweistafel, die ich in meinem Schlafzimmer aufgestellt hatte. Schlafzimmer, wow. Dann landete eines Morgens ein Polizeibericht auf meinem Schreibtisch, der alles veränderte. Ich bin zur Asservatenkammer der Polizei gegangen und habe eine Kiste mit Hinweisen mit nach Hause genommen. Darauf stand sein Name. Michael Clark. Aha. So, das werden wir nächstes Mal weitermachen. Jetzt haben wir lange genug wieder gespielt. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn wir weiter mit ihr ermitteln. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da oder einen Daumen da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Auf jeden Fall wird es die nächsten Tage immer noch weitergehen. Wie gesagt, ich versuche jetzt täglich ein Video hochzuladen. Und ihr könnt mir gerne einen Kommentar zulassen, was ihr davon haltet und wie es euch gefällt. Und somit sage ich erstmal schön mit ihr, Leute. Danke fürs Reinschauen und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Bis dann, euer Berliner. Ciao, ciao.